Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits einmal haben SPD und CDU eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt, damals begründet mit der EU-Richtlinie 2006/24/EG. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelung gekippt. Es handelte sich bei der, Zitat, Speicherung einen besonders schweren Eingriff mit einer Streubreite, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt. Komma, aus den Daten ließen sich, Zitat, bis in die Intimsphäre hineinreichende Rückschlüsse ziehen und Bewegungs- und Persönlichkeitsprofile erstellen. Es steige das Risiko, unschuldig weiteren Ermittlungen und damit weiteren Grundrechtseingriffen ausgesetzt zu sein. Im vergangenen Jahr hat der Europäische Gerichtshof die EU-Richtlinie dann geschreddert. Die Begründung, eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung sei mit der Grundrechtecharta nicht vereinbar. Es seien davon auch Personen betroffen, die sich nicht auch nur unmittelbar in einer Lage befinden, die Anlass zur Strafverfolgung geben könnte. Es sei ferner kein Zusammenhang der Daten und einer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit vorgesehen. Zitat, wenn der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass etwas nichtig ist, weil es gegen die Grundrechte verstößt, dann kann die Politik nicht hingehen und sagen, interessiert uns nicht. Meine Damen und Herren, das hat der Bundesjustizminister Heiko Maas im Januar 2015 gesagt und recht hat er, der Bundesjustizminister. Meine Damen und Herren, der jetzt im Bundestag verhandelte Entwurf eines Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen das Grundgesetz und die Grundrechtecharta der EU. Er ist weder geeignet noch erforderlich noch angemessen bezogen auf das Ziel, schwere Straftaten aufzuklären. Im Jahr 2011 hat das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht eine Studie vorgelegt. Aus dieser Studie ergibt sich, dass die damals zeitweise bestehende Vorratsdatenspeicherung keinerlei Einfluss auf die Aufklärungsquoten hatte. Und das scheint ja auch logisch, denn gucken wir nach Frankreich, dort gibt es die Vorratsdatenspeicherung schon länger und konnte irgendeiner der furchtbaren Anschläge, die dort stattgefunden haben, verhindert werden? Nein, das ist nicht geschehen. Meine Damen und Herren, jedes Telefongespräch, jede SMS, jeder Internetbesuch, jede IP-Adresse sollen 10 Wochen anlasslos gespeichert werden. Die Standortdaten für 4 Wochen. Was heißt Vorratsdatenspeicherung in einem demokratischen Rechtsstaat? Lassen wir noch einmal den Bundesjustizminister antworten. Der sagt, Zitat, das heißt, wir würden genau das machen, was die Terroristen eigentlich wollen, nämlich unsere Freiheit und unseren Rechtsstaat einschränken. Recht hat er auch hier, der Bundesjustizminister. Zitat, die angeblichen Vorteile an einer anlasslosen generellen Speicherung von Verbindungsdaten vermögen eine Totalüberwachung nicht zu rechtfertigen. Eine Vorratsdatenspeicherung erhöht die Aufklärungsquote nicht. Zur Kriminalitätsbekämpfung sind auch ohne eine Totalprotokollierung jeder Benutzung von Telefon, Handy, E-Mail und Internet genügend Verbindungsdaten verfügbar. Zitat Ende. Das wiederum habe ich einen Beschluss des SPD-Landesparteitags vom 27. Oktober 2012 entnommen. Und auch das trifft uneingeschränkt zu. Und wären ein paar Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in den Reihen mehr da, als da gerade jetzt sitzen, dann könnten Sie vielleicht dazu mal klatschen. Ist Ihr Beschluss, ist nicht meiner, ist Ihr Beschluss. Meine Damen und Herren, Willy Brandt hat ja nicht nur gesagt, mehr Demokratie wagen und nicht mehr Überwachung wagen, sondern Willy Brandt hat auch gesagt, deutsche Sozialdemokraten dürfen Kränkungen der Freiheit nie und nimmer hinnehmen, im Zweifel für die Freiheit. Meine Damen und Herren, es ist im Interesse Berlins, dass der Senat sich im Bundesrat gegen die vorgesehene Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung wendet. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.